Helikopter. Wir sollten damit rechnen, dass sie aus der Luft kommen. Das sind die Sowjets auch. Dann bleiben wir unter den Wolken. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession von Rise to the Tomb Raider. Ihr habt gerade gesehen, dass ich da ein bisschen weg bin, aber es hat damit zu tun, dass wenn ich einfach Stimmen höre und dann spreche, das ist ein bisschen doof dann irgendwie. Deswegen, das kennen wir ja alle schon, was die da babbeln und so weiter, das haben wir ja beim letzten Mal schon gesehen. Und deswegen geht es jetzt hier weiter bei Tomb Raider. Was war denn unsere Aufgabe beim letzten Mal? Das Meisterholz ist bei der Reparatur der Wachtürme draufgegangen. Wir müssen mit dem zurechtkommen, was wir haben. Tja, wenn Sie Pfeilspitzen für die Schlacht wollen, brauche ich mehr Feuerholz. Ich habe jede Menge geschlagen. Abgesehen davon, ich weiß nicht, wie viel Zeit dir noch zum Schmieden bleibt. Stacheln gehen schneller als Breitspitzen. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Im Brenner ist nicht mehr viel Benzin. Ich denke, ich kann noch 4, vielleicht 5 Bleche für die Barrikaden schneiden. Dann brauchen wir Neues. Das wird ein Problem. Vor ein paar Jahren im Sommer habe ich die letzten Zylinder aus dem Sowjetlager geholt. Danach musst du wieder Hammer und Meißel einsetzen. Es muss noch mehr geben. Die Sowjets haben alles zurückgelassen. Wir haben die alten Gebäude 2 Tage lang durchkämmt. Das ist das letzte Benzin. Keine Sorge, der Meißel wird dir gefallen. Dem geht nie der Sprit aus. Ja, das stimmt irgendwie. Ja, wir sollen hier bei den Vorbereitungen helfen. Glaube ich, war das. Also, dann fragen wir mal wegen neuen Aufträge und so. Wir kriegen ja dafür was, das ist ja nicht das Thema. Und außerdem wollen wir den Leuten ja hier helfen. So. Wie läuft es mit dem Schneiden? Langsam. Man muss aufpassen. Durch den Rost gibt es Schwachstellen. Wir hätten das Metall im Regen trocken halten sollen. Bei der Überschwemmung letztes Jahr mussten wir mit den Blechen das Dach abdichten. Nimm, was du findest. Also gut, mit der können wir nicht reden. Ich grüße Sie natürlich. Sie sind Jacobs Gast. Ja. Wenn Sie irgendwie helfen wollen, weiter unten am Weg werden gerade die Wachtürme repariert. Nichts für ungut, aber Sie sehen nicht so aus, als könnten Sie mit dem Amboss umgehen. Das sehe ich jetzt auch nicht als Beleidigung an. Also tatsächlich, Lara ist ja sehr zierlich und so, West und ja. So, warte mal, hier haben wir was. Noch ein schwieriger Winter für mein Volk. Mittlerweile gibt es mehr Tode als Geburten. Und die Jüngsten werden mit der Zeit immer rastloser. Ich sehe, wie sie in den Himmel schauen, wenn ein Flugzeug über uns hinwegfliegt, voller Erstaunen und Sehnsucht. Sie stehen noch immer für unsere Sache ein. Aber ich spüre, dass Veränderungen nahen. Das Ende unserer Lebensweise steht bevor. Die letzten Invasoren sind schon fast vergessen. Aber andere werden den Weg in unser Tal finden. Wir sind an das Schicksal dieses Ortes gebunden. Auf Gedeih und Verderb. Okay. Hört sich an, als würde dieses Volk praktisch dafür leben, dass sie hier in Ruhe leben können und bla bla. Und dann kommen ja lauter fremde Leute, wie Trinity zum Beispiel oder ja, im Kalten Krieg die Russen und machen hier alles kaputt, so in der Art. Und dagegen haben die Leute was. Kann ich nachvollziehen, kann ich verstehen. Auf jeden Fall. Können wir jetzt eigentlich mit ihr reden? Hallo. Ja, jetzt können wir. Hi. Haben Sie Tauschwaren dabei? Irgendwas Brauchbares? Nein, im Moment nicht. Ich wüsste aber jetzt auch nicht, wo ich was finde. Aber wenn ich was finde, dann komme ich wieder zu dir. So. Wir sollen den Bürgern ja hier helfen und wir müssen uns hier mal umgucken. Ich habe versprochen, sie zu schützen. Was habe ich getan? Wir hätten damit rechnen müssen. Wir wussten es besser, verdammt. Okay, mit dem Herrn können wir leider nicht reden. Wir gucken mal kurz ins Haus. Ich habe gesagt, dass sie kommen würden. Nein, ich versuche den Ausflug zu reparieren. Nur das ganze Ding einstürzen, wenn der Wind auffrischt. Halt einfach nur die Augen offen. Sie können jeden Augenblick hier sein. Ich tue, was ich kann. Ich finde es so krass mit dem 7.1 Headset, dass du wirklich die Stimmen entweder von links oder von rechts hörst. Oder wenn du dich richtig drehst von der Mitte, das tut mich ab und zu mal ein bisschen, ja,
Oh, da ist noch jemand. Habe ich gar nicht gesehen. Verwirren wollte ich sagen. Ich habe heute einen Fehler gemacht, der zu weiteren Fehlern führen könnte. Ich habe Zeit mit Alia verbracht. Obwohl ich es bisher vermieden habe. Sie erinnert mich an meine geliebte Sophia, die ich längst vergessen zu haben glaubte, und lässt mein Herz höher schlagen. Sie trübt mein Urteilsvermögen, selbst wenn sie nicht bei mir ist. Ich klinge wie ein Kind. Dabei liegen diese Tage lange hinter mir. Ich muss diese alten Gefühle begraben und mich eine Weile von meinem Volk trennen. Sowas nennt man Liebe, mein Freund, lieber Jacob. Ich meine, selbst wenn die Sophia gestorben ist, kann man trotzdem danach wieder Liebe empfangen. Also, sowas nennt man eigentlich Liebe. Und gegen wahre Liebe kann man nichts machen, würde ich jetzt mal sagen. Also nicht so tragisch nehmen. Ich kann jede griechische der Stufe 5. Ich frage mich gerade, wie viele Stufen man eigentlich... ich wollte Q drücken. Wie viele Stufen wir eigentlich noch kriegen können von der Sprache? Kann der Schmied nicht noch welche machen? Ich brauche ein paar Dutzend. Er macht so viele Pfeilspitzen, wie er kann, bevor sie eintreffen. Tatsächlich lieber auf Wege. Ich auch. Okay, dann reden wir mal mit ihm. Wenn Sie helfen möchten, sollten Sie weiter nach unten ins Dorf gehen. Okay, ich würde gerne helfen und alle sagen zu mir, oh, ich soll weiter runter ins Dorf gehen. Okay, dann werde ich halt da runter gehen. Optionale Herausforderung. Finden Sie den nahegelegenen Eingang. Das ist das Licht. Hallo, wo könnte... Wir wissen, was hier zu tun ist. Wir haben das erwartet. Schön, freut mich. Hallo. Hm? Oh, Mist. Okay, warte mal, bevor ich jetzt die optionale Herausforderung, darauf stehe ich ja richtig, die zu machen, weil da tun wir mehr Erfahrungen sammeln und tun wir auch mehr. Oh. Warte mal. Ah, Federn. Sind wir da oben noch was? Nö. Die optionale Herausforderung ist, glaube ich, da hinten. Aber wir sollten mal kurz gucken, ob wir noch irgendwas an den Fertigkeiten haben oder so. Ich weiß jetzt nicht mehr, es ist schon ein bisschen her, wo ich Tomb Raider aufgenommen habe. Deswegen würde ich gerne meine Fähigkeiten mal kurz nachgucken, ob ich da vielleicht noch was habe, was ich freischalten kann. Tatsächlich, wir haben noch was. Eine Fähigkeit hätten wir noch. Puh, überlegen. Was hätten wir denn da alles? Sie erleiden erheblich weniger Schaden durch feindlichen Beschuss und Nahkampfangriffe. Direkt versteckt sich mit den dickhäutigen Fähigkeiten. Adrenalin erleiden sie nach einer erfolgreichen lautlosen Kill kurzzeitig keinen Schaden durch Feinde. Das macht doch irgendwie keinen Sinn, oder? Oder vielleicht doch? Wir sind schon ziemlich weit mit dem Freil. Dreifachschuss. Bogenexperte, führen Sie eine Bogenexekution auf kurzer Distanz aus und verbessern Sie die Chance, Spezialpfeile von Feinden zu erbeuten. Hört sich geil an. Ah, ich weiß schon, was sie machen. Ich habe ja gesagt, ich spiele so und so gern mit dem Bogen, also von daher werde ich den Bogen so und so hochhauen. Soweit wie es möglich ist. Ah, da kommen wir noch nicht komplett runter. Okay, dann würde ich sagen, wir würden uns nochmal die Waffen angucken. Bogen. 1, 2 und 4, Grabflüstern. Ah, da gibt es noch einen dritten Bogen, okay. Und wahrscheinlich, weil hier noch frei ist, einen vierten Bogen oder vielleicht sogar noch mehr, ich weiß es nicht.
Gewehr. Maschinenpistole. Boah, die sieht geil aus. Sieht aus irgendwie wie das G36, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Vorher hatten wir die, also die Kalaschnikow, die haben wir ja irgendwann mal bekommen. Ah, die sieht geil aus. Sieht irgendwie so in der Art wie ein G36 aus. Ah, nehmen wir mal die. Klamotten, ja, ich will was anderes anziehen, weil... Ah, sieht ein bisschen besser aus, finde ich. Und außerdem haben wir schönes Wetter draußen und so weiter, also nicht mehr in der Eiskälte und so weiter. Ich glaube, dann wäre sowas doch praktischer. Denke ich mal, oder? Oder was sagst du dazu, Lara? Halt mal, da war noch was bei Bogen. Ich da noch was verbessern oder was? Boah, tatsächlich. Ein maßgefertigter Auslöser erleichtert den, das Halten der gespannten Szene und erhöht die Haltezeit. Abwendbar bei alle Carbonbögen. Angepisster Wurffarm. Wurffarm ermöglicht mehr Zugspanne für erhöhten Schaden bei jedem Schuss. Also das hört sich geil an. Was bräuchte man dazu? Das würde ich dann gerne als nächstes freischalten, weil mehr Schaden ist natürlich auch nicht schlecht. Okay. So, dann haben wir uns ein bisschen umgezogen. Ah, sieht auf jeden Fall besser aus. Dann mal da runter, wollte ich auch mal gucken, was da ist. Moment. Okay, wir haben gelernt, Holz können wir ja kaputt machen. Was hätten wir denn hier Schönes? Eine Karte, das ist natürlich praktisch. Eine prähistorische Nachbildung eines Bären. Der Stein sieht aus, als könnte er aus diesem Tal stammen. Okay. Ist da noch irgendwas? Aber eine geile Schnitzerei, muss ich sagen. Also, aus einem Stein sowas zu machen, ey, das ist schon Kunst, ey. Also, ich könnte das jetzt persönlich nicht. Aber es sieht schon cool aus. So, wir haben ja noch eine optionale Herausforderung da hinten irgendwo, war das? Ich muss mich hier auch umgucken, also ich will ja hier nichts verpassen, sagen wir es mal so. Hier irgendwo hat er doch angezeigt optionale Herausforderung, oder? Das war hier irgendwo, oder? Hier, genau, optionale Herausforderung. Komm ich da rüber eigentlich? Warte mal. Ich muss mal gucken, weil die optionalen Herausforderungen sind halt geil, weil man da wirklich geile Sachen rauskriegt. Boah, das sieht schon heftig aus. Das wäre gut, wenn wir uns da weiterentwickeln. Okay, wir brauchen einen Bogen. Und hier rüberschwingen. Oh. Ah, hier haben wir einen Rucksack. Karte aktualisiert. Schauen wir noch mal kurz drauf. Boah, da hinten ist auch noch was, gell? Und da auch, und da auch. Oh Gott.
Wir haben viel zu tun, wir haben viel zu tun. Ich hoffe, wir haben auch genug Zeit, weil ich weiß ja nicht, wann die angreifen. Ja, das ist voll. Okay, von hier aus kommen wir dann da runter. Ich denke mal, wir müssen da durch. Ja, komm schon, Lara. Oh, Scheiße. Ah, nee. Da lieber doch mit dem Gewehr. Da war ich mit dem Bogen ein bisschen langsam. Aber nicht falsch verstehen. Ich liebe Wölfe, gell? Ich mag wirklich Wölfe. Wölfe sind irgendwie für mich... ja, einer meiner Lieblingstiere. Also real jetzt gesehen. Genauso wie Huskies. Ich liebe die. Ich finde Wölfe richtig cool und... es tut mir immer so weh, wenn ich sie töten muss hier. Aber es ist ja ein Spiel, Gott sei Dank. Es ist ja nur ein Spiel. Real würde ich das nie machen, weil ich mag Wölfe. Kurz mal einen Schluck trinken. Also hier kommen wir durch. Ah, komisch. Und hier kommen wir nicht durch, weil da zugesperrt ist. Okay. Wo sind wir hier überhaupt? Aber das finde ich cool bei diesen optionalen Herausforderungen, dass du dann so Art in einer Grabkammer bist, was eigentlich Tomb Raider in meiner Meinung irgendwie ausmacht. So, warte mal. Nee, ich nehme die Pistole. Aus dem einen Grund eigentlich nur, weil... wenn eine Falle kommen sollte, da bin ich mit der Pistole ein bisschen schneller wie mit dem Bogen, glaube ich. Optionale Herausforderungsgrab, genau. Da will ich ja hin. So, also da entlang. So, da ist nichts, gell? Gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal. Ah, da ist schon mal was. Kommen wir da hin, ne? Das sieht aber aus wie... ein etwas älteres Grab. Aber hier scheint noch nichts mehr zu sein, außer das eine. Okay, dann kommen wir da durch. Ah, immer so eng hier. Da unten muss irgendetwas sein. Da bin ich ganz deiner Meinung. Sind das jetzt Stalaktiten oder Stalagmiten? Ich weiß es nicht. Sind das Ratten oder so, die da rum? Nee. Boah. Da ist schon mal jemand gestorben. Okay, wo sind wir denn? Wo sind wir denn hier gelandet? Erstaunlich. Diese Architektur ist älter als die orthodoxe Kirche. Sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus, muss ich sagen. Ich gucke mich hier auch nochmal schnell um, weil man kann ja nie wissen. Zum Beispiel sowas, wenn sowas blinkt oder so. Sollte man vielleicht mitnehmen. Im Brunnen ist nichts drin. Nein. Gut, dann gehen wir da entlang. Was haben die hier gemacht? Eine goldene Gürtelschnalle. Dekorativ, aber auch robust und funktional. Sie gehört wohl zu einer Militäruniform.
Okay.